In türkischen Gefängnissen halten die Folterungen auch von Kranken weiter an. Obwohl Emre Hamedan schwer herzkrank ist und Ärzten zufolge nicht mehr in Haft sein darf, wird der Mann immer noch in Haft gehalten. Inzwischen hat sich die gesundheitliche Situation von Medan noch weiter verschlechtert. Bislang hatte der Mann eine Bypass-Operation und zweimal musste eine sogenannte Angiografie durchgeführt werden. Emre Hamedan sitzt seit 22 Monaten im Gefängnis. Erst nach 19 Monaten in Haft wurde er vor ein Gericht gestellt, das eine weitere Haft anordnete. Die Angehörigen von Medan kritisieren, dass er laut ärztlicher Bescheinigung nicht in Haft sein darf und man ihn vermutlich so töten wolle.